Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. So den fetten Tankanhänger im Schlepptau. Und den müssen wir noch ganz nach drüben. Das wird auf jeden Fall lustig. Wir sollten auf jeden Fall, denn wenn wir drüben sind, ich weiß nicht, ob wir das schaffen hier mit dem ganzen Gewicht. Weißt du, weil wir sollten ja hier von der Farm das wahrscheinlich dann auch mitnehmen. Ich glaube, wir machen lieber zur Farm denn, ne? Na, wenn wir die jetzt hier so löschen. Also das heißt, hier einmal hin. Zack. Hier runter. Und dann hier durch, ne? Muss ja irgendwie so. So, nochmal sicher. Den Motor schön laufen lassen, weil es ist ja auch kalt draußen, ne? Ja klar, heutzutage in dieser Jahreszeit. Ist das natürlich immer alles so eine Sache. Achso, ich wollte ja auch noch ein bisschen betanken. Damit wir auch den Motor anlassen können bei der Jahreszeit, ne? So war das. So. Und heute Abend geht's rüber. Für mich. Da ist mein Umzug so weit, dass wir sagen, okay. Da kommt Bett rüber. Wir schlafen heute im neuen Zuhause. Die Katzen kommen auch rüber. Und vielleicht finde ich denn auch irgendwann mal Zeit. Das tut mir total leid. Aber kopfmäßig ist das, dass ich nicht gerade ja, voll da sein kann. Beziehungsweise abends, dann hat man Zeit, da ist so riesig, ne, die Kommentare zu beantworten. Ich hoffe, ihr seid da ein bisschen geduldig. Normalerweise geht das wesentlich schneller bei mir. Aber ich bin gerade sehr eigen gefordert, nur mich auf den Umzug so richtig zu konzentrieren. Deswegen kommt auch nur eine Folge raus, dass ich gar nicht so mehr schaffe, mehr rauszuballern. Ja. Ich fahre mal lieber am Rand lang, ne? Jetzt hier wieder versickern. So. Verbrauchsgüter. Geil. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir jetzt die Zone kriegen. Ja. Okay. Also weil ich noch die ersten Male, die wir hier reingefahren sind, da war das, weißt du mal, den Müll da weg, ey. 10.000 schwarze Säcke. Wo wir das erste Mal hier reingefahren sind, ne, oder besser gesagt, als wir das erste Mal reingefahren sind, dann war das hier eine schwierige Sache auf jeden Fall, ein schwieriges Unterfangen. Aber jetzt lippt das ein bisschen, ne? Sehr schön. Die Straße, eine Passage ist jetzt noch sehr eklig gleich. Ich weiß nicht, ob es hier auch immer so versteckte Sachen gibt, ne? Dass man hier so links rechts guckt. Und dann sieht man doch noch irgendwo ein Auto oder sonst irgendwas hier rumstehen. Ich muss mir vorstellen, dass es so sein könnte. Ja, jetzt wird es schwierig, ne? Jetzt reißt uns natürlich auch die Gewicht ein bisschen runter. Ich habe jetzt nicht gelenkt, aber ich glaube, das Auto weiß, dass wir hier am Baum vorbei müssen und die Nässe nicht so viel zu schieren sollten. Ja, aber jetzt ist ja das Größte, glaube ich, mal geschafft. Oh, das sieht gut aus. Jo. Sehr schön. Lübt ja wie am Schnürchen, ne?
Alter, so die Frage, wie kommt denn so ein Spruch zustande, ne? Das läuft wie am Schnürchen. Was läuft denn am Schnürchen? Wie kommt man denn auf so eine Aussage? Ich finde das so lustig, ne? Also so im Hintergrund steht ja gar nichts mehr. Großartig, ist jetzt nur die Tische hier und die Wohnung ist so dermaßen am Schallen. Ja, jetzt im Wohnzimmer steht nur noch der Wohnzimmertisch und ein Sessel. Ne? Couch und alt mögliche ist schon drüber. Achso, ja, und Sideboard und Fernseher drauf. Was dann erst nicht heute Abend rüberkommt. Also heute Abend kommen nur Bett und Katzen rüber. Dann am Samstag dann die Reste rüberkommen. Und das ist das scheint hier alles, ne? Auf Deutsch hier letzte Einfahrt fahren. Und das scheint überall hin, ne? Also den hört sogar noch der Nachbar, ne? Aber komplett durch die Lüftung. So. Ja, den schafft er auch. Super. Und dann können wir hier nochmal 45 Liter auftanken. Ja, ein bisschen mehr, aber ihr wisst ja bei mir. Ja, hinten haben wir ihn noch drin, das weiß ich. So, und dann geht's mir hier ab in der City Town. Und dann ist gut. Welcome. Können wir gerne wissen, wie die Stadt heißt hier. Ne? Steht mir Welcome. Dann nichts weiter. Da würde ich gerne das noch anders wissen. Ja, jetzt muss ich mal hier so komisch fahren. Also wer das hier geplant hat mit den Stoppschildern, dann weiß ich auch nicht. Oh. Da haben wir uns ja ein bisschen vertan, ne? Ah, Quatsch. Ja, von der anderen Seite wäre natürlich dann richtig Nonplusultra safe, aber ja, ist ja wie ist das, ne? So. Natürlich klar, ne? Logisch, logisch, logisch. So, der wird auch als geliefert angesehen. Ja, die. So, und über den. Aber hier hinten irgendwo lang. Ich denke mal, da kriegen wir frei aus hin. Da sind wir ja ein paar Mal die Wege gefahren damals. Oh. Alter Schwede, ne? Macht ihr doch alle kaputt, Junge. Das ist jetzt zu viel GTA damals bezockt, weil ich denke, dass ich jeden Hydranten wegballern kann. Allzu viele kann ich nicht mehr, weil wir uns starten wir auch nicht mehr. Heute ein bisschen leichtsinnig unterwegs, ne? Die Schräglage hätte ja irgendwie so ein bisschen schlecht kommen können. Oder ist das mit bedacht? Also auf jeden Fall der Weg hier hin geht ja. So, da haben wir hier jetzt noch zweimal Holzplanke. Wir könnten danach eigentlich dann ausprobieren. Wir haben ja hier noch den Speedrun hier. Den habe ich auch noch nicht. Na, da fahren wir dann rückwärts ran, ne?
Wo der Motor ja schon beschädigt ist. Aber sollten wir trotzdem eigentlich schaffen, ne? Wenn da so richtig Gas geben. Soll ich das euch mal zeigen hier im Hintergrund? Ja, hier ist ja wirklich alles leer, ne? Alles leer. Fast alles leer. Da ist noch ein Loch durch die Wand. Da war mal Kommode mit Laptop drauf. Katze. Ah, ich weiß gar nicht, sieht man das da? Gut da. Einfach so auf dem leeren Boden. Katzen haben natürlich jetzt richtig viel Raum. Und aber denen geht's gut, ne? Ich weiß nicht, ob die jetzt spüren, dass es heute irgendwie eine Veränderung gibt. Sondern freue ich mich ja schon, wie gesagt, wir ziehen ja aus einer Wohnung in ein Haus rein. Ne? Mit Wintergarten, Gewächshäuschen, Garten, Vorgarten. Und das ist ja für die Katzen auch interessant, ne? Die auf die alten Tage sowas nochmal mitmachen dürfen. Ich sag alte Tage, weil die sind ja schon 13. Da ist dann, ja. Ganz schön Action geboten. So, und jetzt müsste der ja vor unsere Augen verschwinden. Jetzt schaffen wir. Aber ich bin noch nicht doof. Wow. Und jetzt nochmal voll. Geil. Ja, ein bisschen Moos ist natürlich immer geil. Wir hatten natürlich letztes Mal Geld ausgegeben für den Arm jetzt hier. Ne? Das andere hat man nicht verkauft. Das geht jetzt auch nicht rum. So, machen wir noch einen Speedrun oder was? Da machen wir nicht. Vielleicht lernen wir es irgendwann, ne? Nicht unbedingt den Motor zu verkacken. Aber sag euch eins, bevor wir den machen unten, also A, stellen wir unsere rückwärts ran, damit wir gleich vorwärts dann Gas geben können, mit Fracht holen, falls das nötig ist. Gut, wir natürlich, wenn wir das Alter aus dem Kopf denn könnten. Und ich denke mal, das wird dann wieder so 6 Minuten laufen. Das Ganze. Die Essenslieferung hatten wir schon, aber das hier, den, ich glaube Nadel-Express oder so. Das. Bin so ein bisschen schräg. So hier. Aber da ich da nur ein bisschen dann reinfahren kann. Okay, muss kommen. 8 Minuten, sagt er. Schauen wir. Oh, da müssen wir aber ganz schön was machen. Okay. Und wir wollten extra so stehen, ne? Was wir jetzt davor schaffen. Erstmal das hier mit dem Bohrplatz. Weit ist es ja nicht entfernt, aber
das denn halt so hinzubekommen. Also wir müssen ja erstmal durch die Wasserlache durch. Aber ich glaube, das sah nur so wild aus, das war jetzt nicht so wild. Schlimm ist natürlich, dass wir hier durch den beschädigten Motor ein bisschen Leistungsverlust haben. Glaube ich zumindest. Auf jeden Fall Spritverbrauch ist höher. Etwa 16 Liter. Ja, der kriegt dann noch. Keine Tanne hält uns auf. Also bräuchte ich hier eigentlich ja für alles 4 Minuten hin, zurück. 2 Minuten haben wir schon. Naja, wer weiß, vielleicht geht der Rückweg ja schneller. Tiefen Matsch würde ich das nicht abliefern. Der hier so und dann rückwärts ja. Dann wieder zurück. Aber wir haben keine Schadensanzeige diesmal, ne? Nicht so richtig. Naja. Da räubert man aber auch lange. Meine Güte. Ja, zurück geht wesentlich schneller. Geht auch ein bisschen Gefälle hier. Aber ich weiß nicht, ob wir genau zur Hälfte sein müssten. Auf jeden Fall sind wir nah an der Hälfte dran, ne? Ja, das schafft er. Oh Mann, ey. Voll aufregend, finde ich. So. So aufregend, dass ich jetzt einen Kaffee trinken kann. Natürlich cooler, wenn das pausiert, ne? Ja, da, alte Kirche steht ja da. Könnte ja vorne das gleich sein, weil ich sehe da so einen Kirchenzippel. Aber altes Haus. Und ein bisschen, naja, was heißt dauern? Los, komm. Beziehung, Beziehung. Ja. Gas, Gas, Gas.
Okay, das sind wir nur auch schaffen. Boah, da muss man. Knappe Nummer wird das. Richtig knappe Nummerchen. Naja, gut, dachte ich letztes Mal ja auch, ne? Aber das haben die schon gut berechnet, glaube ich. Naja, ich glaube, das ist immer zu knapp. Zumindest für uns. Klar, wenn man die jetzt automatisch weiß, wohin oder so, ne, dann kann man das gleich auch ein bisschen abtunen, dass man da wirklich Abkürzung nimmt, aber na ja, wohl, ne? Aber das haben die gut berechnet, ne? Denn schon, weil wir haben jetzt ja nicht so viel Zeit. Ich 10 Sekunden gucken überhaupt. Alter Schwede. Oh, zieh Junge, auf die letzten Meters. Alter Schwede. Ja, also ein paar Sekunden hatten wir noch, ne? Aber das war auf jeden Fall knapp, ne? So, dann sage ich schon mal vielen Dank, Kurt. Wollen wir schon mal gucken, was wir als nächstes machen können. Wir haben hier, also wir haben ja hier noch ganz viel, ne? Holz für die Arbeiter. Jetzt sind lange Stämme, das will ich noch nicht machen. Das ist mittelgroße, lange, da war Keks, ne? Von da, ne, da müssen wir hinbringen, von der Holzstation da hinten. So, alles Holz. Ey. Was haben wir hier so? Material. Verbrauchsgüter, Betonplatten, Stahlträger. Das hört sich doch gut an. Das aktivieren wir schon mal. Dann machen wir das. Aber das beim Mutter weg. Nächstes Mal. Ciao, ciao.